Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Escape Mystery Spiel. Ich habe es mehrmals entdeckt. Ich habe mich beim Ravensburger Newsletter angemeldet und bekomme da immer alle möglichen E-Mails. Bin in den letzten Wochen mehrmals drüber gestoßen und zwar auf Echos. Und das ist eine ganze Reihe. Das hier heißt der Cocktail. Not sponsored, auch wenn ich jetzt mit Ravensburger anfange. Ich habe mir dieses hier einfach gekauft. Das war auch gerade im Angebot. Ich verlinke euch auch die ganze Reihe unten in der Infobox, falls ihr euch das angucken möchtet. Und ja, das ist ein Audio-Mystery-Spiel. Und wir haben hier solche Karten. Ich zeige euch gleich in aller Ruhe, wie das gespielt wird. Und hier sind im Prinzip, das ganze Spiel besteht nur aus Symbolen. Mir ist die Spielweise auch noch nicht 100% klar, außer dass ich mir immer mit der App, die es dazu gibt, hören muss. Und dann höre ich etwas und muss mir dadurch, vielleicht wird da auch eine ganze Geschichte erzählt oder vielleicht gibt es nur Geräusche, das werden wir hoffentlich gemeinsam herausfinden. Ja, und da wird hier irgendetwas Mysteriöses, ein Fall, denke ich mal, erzählt im Audioformat und wir müssen den lösen. Und ich dachte, wir machen das einfach gemeinsam, falls mir das gefällt, falls ihr euch das gefällt, hole ich mir noch andere von der Reihe. Und falls wir aber feststellen, dass es ein bisschen merkwürdig ist, ich weiß auch noch gar nicht, wie dolle ich euch mithören lassen kann, das finden wir jetzt einfach heraus. Und ja, ich glaube, ich habe irgendeinen Satz angefangen, den ich nicht beendet habe. Ist nicht schlimm. Ich lege jetzt einfach los und wir gucken uns mal, wie das gespielt wird. Bis gleich. So, ihr Lieben, probieren wir mal Ravensburger Echos. Ich bin super gespannt. Audio Mystery Spiel. Ich lade mir gerade die App noch runter und währenddessen gucken wir uns das schon mal an. So, nee, ich wollte mir noch die Rückseite angucken. Also, wir scannen halt immer die Karten. Das ist die Karte von vorn, das ist die Karte von hinten. Dazu brauchen wir die App. In einer illegalen Kneipe schmiedet die New Yorker Unterwelt finstere Pläne. Lauscht den Gesprächen an der Bar und löst das Rätsel um ihren Anführer, den grausamen... Steve. Ich dachte, zu überführen oder so, naja. Lauscht Geräuschen, Dialogen. Findet beim Anhören alle Rätsel. Könnt ihr die Rätsel lösen? Ich bin wirklich... wirklich, wirklich super gespannt. So, hier ist erstmal die App. Gucken wir mal, was passiert. Ich zeige euch das mal komplett. So. Ja, nur bei Nutzen der App. Ja, Musik. Und wir spielen der Cocktail. Geschichte anhören. Ach so. So, dann machen wir hier nochmal einen Ton aus. So, ansonsten beschäftigen wir uns nochmal kurz mit der Anleitung. Vorbereitung. Ladet euch die App runter, nehmt das gesamte Spielmaterial aus der Schachtel, dreht die 18 Objektkarten mit schwarzen Rahmen auf ihre Rückseite und sucht die mit den markierten Karten heraus. Legt diese 9 markierten Karten zunächst verdeckt zur Seite. So, das machen wir erstmal. So, ich habe jetzt die Karten rausgesucht, die das hier haben. Das sind 9 Stück. Hier unten ist immer irgendwie ein anderes Kürzel, wahrscheinlich, dass wir uns dann zurechtfinden. Das sind 9. Bereitet die 6 Tafeln mit leuchtenden Rahmen und die 9 Karten ohne mit dem Bildschirm nach oben vor euch aus. So, also das sind halt dünne Karten. Die sind genauso dünn wie die, die dieses Symbol haben. Die darf ich umdrehen. Das sieht ja ganz nett aus. Ich zeige euch gleich, wie das alles aussieht bei mir. Und das sind die mit dem leuchtenden Rahmen. Und die sind halt so richtig fett. Gut. Die haben wir jetzt alle hingelegt. Startet die App, wählt darin Cocktail und sobald wir auf Spiel starten klicken, startet das Ganze. So, und dann wird uns das vielleicht nochmal erklärt. So, wir bleiben mal noch kurz bei der Anleitung.
So, unsere Aufgabe ist es, die 24 Teile in die richtige Reihenfolge zu bekommen. Überall gibt es ein Echo anhand von Gesprächen, Geräuschen. Versucht ihr herauszufinden, wie die Einzelteile aneinander passen. Auch die Objekte selbst liefern euch ab und an Hinweise. Lasst also keine Details außer Acht. Sowohl die 18 Objektkarten als auch die 6 Objekttafeln haben jeweils sein eigenes Echo. Zusammen ergeben diese die 24 Teile der Geschichte. Scannt mit der Kamera ein beliebiges Objekt, um dem zugehörigen Echo zu lauschen. Ich bin total gespannt. So, Tipps: Ihr könnt alle Echos beliebig oft anhören und wiederholen. In der Geschichte sind Zeitsprünge möglich. Die Echos gehen also nicht immer flüssig ineinander über. So, habt ihr beim Lauschen einige Objekte gefunden, deren Echos eurer Meinung nach zueinander gehören, dann könnt ihr jederzeit mit Hilfe der App versuchen, Teile der Geschichte zu lösen. Ich bin total gespannt, wie sie das umsetzen. Zweitens lösen. Die Geschichte ist in 6 Kapitel unterteilt. Jedes Kapitel beginnt mit einem Kapitelmarker, einer der 6 Objekttafeln. Ich denke mal, das sind halt diese schweren. Das sind nämlich 6. Darauf folgen stets 3 Objektkarten. Beim Lösen prüft ihr immer Objekte eines Kapitels auf ihre Reihenfolge. Schaltet die App dazu in den Lösenmodus, scannt dann zuerst eine Tafel und anschließend 3 Karten in der Reihenfolge, in der ihr glaubt, dass sie in das Kapitel dieser Tafel gehören. Die App verrät euch anschließend, ob ihr die Abfolge dieser Karten richtig gelöst habt. Die zu Spielbeginn ausgelegten 9 Karten ergeben 3 vollständige Kapitel, wenn ihr sie den richtigen Tafeln zuordnet. Dabei muss es sich jedoch nicht unbedingt um die ersten 3 Kapitel der Geschichte handeln. Liegt ihr falsch, dann erhaltet ihr von der App folgende Hinweise. 0. Keine der von euch gescannten Karten gehört in dieses Kapitel. Vielleicht passen sie aber gemeinsam in ein anderes. Erstens, nur eine der 3 gescannten Karten gehört in dieses Kapitel. Position ist aber ungewiss. 2. Genau, 2 der 3 Karten gehören in dieses Kapitel. Positionen sind weiterhin ungewiss. 3, alle 3 gescannten Karten gehören in dieses Kapitel. Allerdings stimmt die Reihenfolge der Karten noch nicht. Okay. So. Ich finde, sie hätten auch ein Heftchen machen können. Da hätte ich jetzt nicht solche Probleme beim Film. So, habt ihr in der App die Schwierigkeit auf einfach gestellt oder klickt auf Hinweis, erhaltet ihr eine zusätzliche Hilfestellung. Anhand der Farben und Symbole könnt ihr dann mehr erkennen, welche Karten nicht ins Kapitel gehören. So, also das gehört nicht ins Kapitel, das ist an der falschen Stelle und das ist richtig. Keine Karten mehr. Habt ihr alle 9 zu Spielbeginn ausgelegten Objektkarten in ihr passendes Kapitel geordnet, dann nehmt die mit markierten. So, das sind die hier. Genau, deswegen sind sie noch umgedreht, die ihr zur Seite gelegt habt. Mit diesen könnt ihr nun auf dieselbe Weise wie zuvor die restlichen Kapitel lösen. Spielende. Nachdem ihr alle 6 Kapitel gelöst habt, bleibt die letzte Herausforderung. Bringt die Kapitel in die korrekte Reihenfolge, damit die ganze Geschichte einen Sinn ergibt. Erst dann habt ihr das Rätsel gelöst und das Spiel gewonnen. Scannt dazu nacheinander im Lösenmodus der App die 6 Objekttafeln in der Reihenfolge, die ihr für richtig haltet. Ist diese korrekt, habt ihr gemeinsam das Spiel gewonnen. Im anschließenden Epilog erfahrt ihr, wie die Geschichte endet. Im Hauptmenü der App habt ihr die Möglichkeit, die gesamte Geschichte erneut zu hören. So, und hier haben wir noch Tipps zum Scannen in der App. Ich denke, das kriegen wir erstmal ganz gut hin. Gut, ich schau mal, wie lange das dauert. Ich meine, jetzt das Intro ist eh ein bisschen länger. Ansonsten denke ich, wir könnten vielleicht 6 Videos mit den 6 Kapiteln machen. So, das hier sind jetzt die fetten Objektkarten. So, ich will euch das ja irgendwie noch zeigen. App, Objektkarten. Ne, das waren die Tafeln. Das hier sind, glaube ich, ach, was weiß ich, wie die heißen. Ich kann mir sowas echt nicht merken. So, das sind die anderen. So, und das sind die, die wir erst später brauchen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir einfach los. New York zur Zeit der Prohibition. Seit Jahren fahndet Kommissar Tony G nach dem Mafia-Boss Steve Manchetti. Doch wer immer sich hinter der Identität des grausamen Steve versteckt, war der Polizei stets einen Schritt voraus. Bis Tony einen Barkeeper namens Arthur überzeugen konnte, ihm zu helfen. Arthur kannte Steve zwar nicht persönlich, arbeitete aber in dessen illegaler Kneipe. Er versprach, dem Kommissar so viele Infos wie möglich über seinen mysteriösen Arbeitgeber zu beschaffen.
Beim nächsten Treffen lag Arthur jedoch niedergeschossen am Boden. Mit seinem letzten Atemzug übergab er Tony seinen Mitgliederausweis der Kneipe und murmelte etwas über eine Barkeeperin, die in dieser Nacht dort arbeiten würde. Der Ausweis verriet Tony Adresse und Telefonnummer der Kneipe. Doch am Telefon wollte die Barkeeperin nichts vom Kommissar wissen. Also beschloss Tony, mit seinem Department eine Razzia durchzuführen. Sie umstellten die illegale Kneipe in den frühen Morgenstunden, doch das Gebäude war bereits verlassen. In einem qualmenden Fass fand Tony verbrannte Beweismittel und rettete ein paar verkohlte Seiten mit Cocktailrezepten aus der Asche. Diese waren mit Namen versehen, womöglich Mitglieder von Steves Bande. Ein weiteres Rezept war mit Steve Manchetti betitelt. Der grausame Steve, höchstpersönlich. Nun hat Kommissar Tony euch die Cocktailrezepte sowie weitere sichergestellte Gegenstände gebracht. Könnt ihr mit Hilfe eurer Fähigkeit Licht in die Geschehnisse bringen und den grausamen Steve Manchetti identifizieren? Das ist ja spannend. So, ich finde es erstmal cool gemacht. Schieben das jetzt mal nach hin. Gut, hier kann ich dann lauschen. Sieht auch scharf aus. So, wir gucken uns das erstmal an. Das hier habe ich gerade schon rausgesucht. Das sind die Cocktailrezepte. Jim, Anna und Greg. So, wir haben eine Karte. Wir haben einen kaputten Stuhl. Okay. So, und das hier sind ja unsere Kapitel. Hier, Steve. So, und hier haben wir noch das hier. So, ich würde auf jeden Fall sagen, das hier und das hier scheint jetzt erstmal vom Hirn her zusammenzugehören. Wir scannen jetzt also erstmal, was machen wir als erstes? Wir scannen mal als erstes das hier, oder? So, wo ist denn meine Kamera? Hier ist die Kamera. So, wenn wir Probleme beim Scannen haben, dann können wir das ja eingeben. Aber ich frage mich erstmal. Was ich quasi scannen soll. Ah, so, es hat gescannt. Ich muss erstmal gucken, wie das funktioniert. Ne? Es hatte gescannt. So, mal gucken, ob ich das Abo filmen kann. Auf jeden Fall, es hat jetzt erstmal dieses richtige Symbol gut, dass ich euch meine Fehler zeigen kann. Also, machen wir das mal so. Ja? Ich will euch ja irgendwie mal diesen Scan-Fortschritt zeigen. So, nehme ich euch mal mit. Also, wir halten das jetzt hier rein. Das hat doch jetzt die letzten Male auch geklappt. Das ist doch jetzt schon zweimal gescannt.
Glaubt ihr das? Ich bekomme das nicht nochmal eingescannt. So. Ich habe auch extra schon die Hülle abgemacht. So, wir gucken mal. Oh, was hat es jetzt gemacht? Code eingeben. Wir geben jetzt halt die Codes ein. Das fängt ja gut an. Und zwar ist es ein W, ein F und ein G. Wie oft schaut Steve eigentlich hier vorbei? Was geht dich das an? Nichts, nur dieses Rezept hier habe ich noch nie gemixt. Bis auf einmal für... Hör zu, Arthur. Steve schätzt seine Privatsphäre. Und eine Sache, die er gar nicht leiden kann, sind Leute, die Fragen stellen. Ist ja witzig. So, also wir haben jetzt die Barkeeper. Dieses komische Geräusch ist auf jeden Fall, die polieren da die Gläser. Und der Typ, der Fragen stellt, hat einmal dieses Rezept gemixt. Das ist ja spannend. So, und dann haben wir hier noch die anderen Rezepte, die schon öfter gemixt wurden. Und stimmt auf jeden Fall keins überein. Gut, das ist ja unser Kapitel. Und wir hören jetzt mal noch das hier ab. Ich versuche es nochmal mit dem Scan. Gut. Wir lassen das. Ich finde diese Scan-Idee hier hinten übrigens total cool. Aber ich glaube, meine Kamera wird damit kein Freund. So, wir geben jetzt also Tor ein. Das Übliche, bitte. Okay, das war jetzt ein bisschen nichtssagend. So, und da das ja diese Kapitel sind, brauchen wir ja diese dünnen Dinger. Jetzt würde ich behaupten, dass das mit zu dem Kapitel gehört. Jetzt haben wir hier noch eine Karte. Vielleicht, wo die Bar ist. Das könnte ja alles passen. Wir haben hier einen kaputten Stuhl. Kippen. Noch mehr. Das hier könnte zum Polieren benutzt worden sein. Hier hat jemand aufgeräumt. Ein Schlüssel. Gut. Wir scannen mal das hier. Und gucken, ob das was mit der Bar zu tun hat. So, und zwar geben wir jetzt ein JXZ. JXZ. Was ist passiert? Am Übergabepunkt war keine Ware. Ich habe versucht, Greg zu erreichen, aber ohne Erfolg. Er hätte mich dort vor einer halben Stunde treffen sollen. Mhm. Das kann aber auch zu was ganz anderem gehören, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt mehrere Videos draus machen kann, weil irgendwann muss ich ja einen Cut machen und dann haben wir noch gar nicht alle gehört, oder? Also, weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, wir scannen jetzt mal noch die beiden. Und dann denke ich mal drüber nach. So. Hier bin ich mir also nicht sicher, ob die zusammengehören. Wir müssen ja eigentlich alle einmal anhören. So, das hier ist die YFH. YFH. Okay. Ich werde aber nicht für seine Dummheit den Kopf hinhalten. Jim, das Inventar zu zerlegen macht das auch nicht besser. Okay.
Okay. Das machen wir noch. So, das ist die WHB, nee, VHB. So. VHB. Oh, klar. Hey, es passt doch, wenn ich heute früher verschwinde. Ist ja nicht viel los. Geht in Ordnung, Arthur. Danke. Ich glaube, das gehört mit dazu. Das ist spannend. Ich werde euch in dem Video nicht noch die anderen zeigen. So, das mache ich jetzt nicht, weil wir sind hier schon bei 23 Minuten und ich habe ja noch das kleine Intro gefilmt. Ihr habt auf jeden Fall erstmal einen Eindruck von dem Spiel. Ihr habt meine Scan-Problematik gesehen. Ich finde die Tonqualität super und ich bin total gespannt, was hier dabei rauskommt. Ich werde euch aber nicht ein riesengroßes Video abdrehen, was ja anderthalb Stunden ist und wir spielen dieses Ding durch, sondern ich beende jetzt Folge 1 zum Anteasern und ich hoffe, in Folge 2 können wir das erste Kapitel zusammenstellen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich drehe jetzt auf jeden Fall noch eine Folge. Theoretisch wäre es gut, wenn ich alles zusammen abdrehe, aber ich habe tatsächlich heute zu spät angefangen, um das durchsetzen zu können. Mal gucken, was daraus wird. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.